Ey, Freunde der gepflegten Körperbehaarung, herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 3. Ja. Wir haben die U-Bahn umgestellt. Deswegen haben wir jetzt keine Probleme mehr. Da fehlt ein Zombie. Zum Teufel! Mann, komm! Sag mal, ey. Hey Freunde. Oh nee. Es wird immer unangenehmer. Hier ist noch was? Das heißt, für uns geht's in den Donutladen. Ey, das ist so ein Pissvogel, Alter. So. Leute, ey, ich bin wirklich am Rande des Wahnsinns, Alter. Ihr wisst, ich hasse Horrorgames wie die Pest, Alter. Ich zock das nur für euch. Seien wir mal ehrlich. Nur wegen euch.
überlege, ob ich das einfach so esse. Okay. Hier ist rot. Ich weiß nicht, warum da rot ist. Wir müssen jetzt dahin. Ach, komm schon. Das ist einfach nur Scheiße, wenn ihr da. Geh da durch! Nein. Taktischer Shaft. Nice. Cool. Voll cool. Du solltest aber die Waffe vielleicht in deine Schulter drücken, Mädel. Ansonsten, wenn du schießt, sehen wir hinten den Knochen deiner Schulter rausballern, Alter. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So, hier hatten wir ja auch nochmal einen Mund drin. So, ja, lass nochmal speichern. Man kann nicht zu oft speichern, denn super speichern kann das Leben erleichtern. Ist dann, was mich das Gesicht erinnert? An, Dark Souls. Erster Teil. Die Schlange. Gute Arbeit, Superkopf. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Oh no. Ach, komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Nein? Hey, ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte. Nein? Nein! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst... Wow!
Okay. Carlos, hörst du mich? Carlos! Warte. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Trash-Symbol haben, wegwerfen, indem sie im Inventar wegwerfen wählen. Okay, cool. Wir sind voll am Arsch, aber... Noch will ich keine Heilung nutzen. Nice. Nice. Sie schießt mich, wenn es drauf ankommt. Arschloch. Karte der Kanalisation. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Perfekt. Oder wie ich es nenne. Scheiße! Okay, war ein Versuch wert. Was war das? Ich will einfach nicht. Erhöhte Kanalsicherheit, natürlich. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn sie sich in der Anlage bewegen. Bewegt sich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Ja, ein Akku, hast gerade gelesen, Mädel. Die Klamotten muss ich verbrennen.
Was? Okay. Sterb mal! Leute, das ist super nicht lustig. Sprengstoff B. MGL Granatwerfer. Rechnung vom Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Einkauf eines XXXXXX Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, dass die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Der Satz war super schlecht von mir vorgelesen. Die richtige... Ist ja auch egal. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber die Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff A mal 2, Brandgranaten, Sprengstoff A plus Sprengstoff B, Säuregranaten 2 mal Sprengstoff B. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würde uns gegen die Gammas nicht helfen. Also Explosion A. Wie A, Explosion. Und B wie Brand. Säure. Eklig. Wir brauchen die Tasche für mehr Platz. Ich habe mich ein bisschen beruhigt, aber wirklich nur ein bisschen. Krieg schon wieder diese Vibes, Alter, wo ich einfach durchdrehe. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März, Wassertemperatur vorhanden. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegungen träge, Kampfpotenzial gering. 18. April, mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in ein Stück verschlingen. 30. Juni. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir können einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlisle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. Ey, bei Umbrella sind überall Leute, die an irgendwas forschen und dann wird die Forschung abgewehrt
und dann sagen, na, ich nehme die mit nach Hause und mache da einfach weiter. Behindert. 14. August. Es ist jetzt zwei Wochen her, seit wir in die Kanalisation... Es ist jetzt zwei Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führen zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach zwei Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja ein Einsehen. Fuck you. Fuck you hard in the ass, Alter. Das geht ja gar nicht. Mit ihrer scheiß Forschungsgamma-Kack. Das Problem ist, wir haben nur eine Heilung. Wir müssen eh erst ins Labor. Oh no. Bleib liegen, Alter. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Munition mehr. Na, hier geht's wieder raus. Oh. Leute, ist auch für mich super dunkel. Und ich denke auch die ganze Zeit, vielleicht hätten wir uns irgendwie so Granaten herstellen sollen. Wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen gegen die Viecher. Hier ist keine Heilung nirgends.
Da ist der Akku. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den Akku einsetzen mussten. Hier vorne, ne? Na, scheiße. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschaudern. Was? Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind, und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Ich dachte, ein bisschen Wahnsinn in der Stimme passt ganz gut. Warte mal. Ach nee, schade. Ey, das sah gerade so aus, als wäre hier eine Truhe. Wo sind das Vieh hin? Ungeil. Ja, Leute, ich will nichts wegwerfen. Weg. Notiz eines Kanalarbeiters. Wir haben eine Sackgasse, Leute. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben die Kahne... Was? Achso. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in ein Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen, aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein...
Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammte, stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich hab sie abgeschüttelt, hüpft einer aus den Tunneln raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern... Was? Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, hau ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Hallo? Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Resident Evil 3. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Wenn ja, hinterlass mir ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye bye.